Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Als Kind habe ich mich immer riesig auf Weihnachten gefreut, weil es da halt natürlich Geschenke gab. 2019 habe ich meinen ersten Tesla gekauft, ein Model 3 Performance. Und dieses Gefühl der Vorfreude auf Weihnachten ist damit wieder so ein Stückchen weit zurückgekommen. Denn jedes Jahr gibt es zu Weihnachten von Tesla Geschenke in Form von dem Holiday Update bzw. Weihnachtsupdate. Und da gibt es mal mehr und mal weniger tolle Sachen. Und zu dem, was dieses Jahr kommen soll, brodelt schon eine ganze Weile die Gerüchteküche. Ich würde sagen, lasst uns einfach mal auf die Neuerungen eingehen. Hier auf der Seite notateslaapp.com gibt es schon seit einer Weile Informationen und machen wir mal der Reihe nach. Allerdings hat Tesla aktuell auf der Plattform X, also ehemals Twitter, gerade offiziell bestätigt, welche Neuerungen kommen werden, aber darauf gehe ich gleich ein. Erst nochmal zurück auf diese Seite, damit wir einen Vergleich haben. Und zwar soll Apple Podcasts in die Teslas kommen. Für diejenigen, die sich Podcasts gern anhören, auf jeden Fall eine tolle Sache. So kann man sich dann einfach mit seinem Account einloggen und dann halt eben die Podcasts durchstöbern und anhören. Kommen wir zum nächsten Punkt. Auch hier sollen Updates geplant sein, und zwar im Bereich Tesla Arcade. Und zwar hier zu dem Spiel Beach Buggy Racing. Etwas in eigener Sache. Wie jeder, der einen YouTube-Kanal betreibt, möchte natürlich auch ich, dass meiner wächst. Sollten dir meine Videos also gefallen, abonniere gern meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Und zum Spiel Polytopia Diplomacy sowie auch Vampire Survivors. Ich werde jetzt nicht hier auf die Details eingehen, weil ich jetzt nicht unbedingt der Zocker bin, zumindest nicht im Auto. Es sollen jetzt auch noch mehr Controller unterstützt werden, um diese zu koppeln bzw. zu pairen. Muss man natürlich in die Bluetooth-Einstellungen, aber das kennt man ja bereits. Dann kommen wir hier zum nächsten Punkt, und zwar Automatic 911 Calls oder 911, weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Und zwar soll hier ein Notruf stattfinden in dem Moment, wo man einen Unfall hat und ein Airbag ausgelöst wurde. Und hier steht jetzt, dieses Feature funktioniert automatisch, wenn das Telefon über Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden ist. Solche automatischen Anrufe in Notfällen bzw. bei einem Unfall kennt man ja auch schon von Apple. Da ist es ja auch ein Feature auf der Apple Watch. Und wir gehen weiter, und zwar zu diesem Punkt. Und zwar sollen in der Navigation künftig Blitzer angezeigt werden auf der Route und auch Ampelanlagen. In welchem Umfang und ob das überhaupt nach Deutschland kommen wird, steht aktuell noch nicht fest. Nächster Punkt, man kann jetzt in der App bereits vor Antritt einer Fahrt seine Route planen und diese dann ans Fahrzeug senden, und die soll dann vom Fahrzeug so übernommen werden, inklusive Zwischenstopps und auch Ladepausen. Voraussetzung hierfür ist natürlich die Tesla App, und zwar in der Version 4.27.5. So, ich mache das mal ein bisschen hoch. Nächster Punkt geht's um die Kameraansicht, und zwar wenn man auf die Kamera in der App zugreift, da kamen ja nacheinander immer mehr Kameras hinzu, und jetzt kommen die beiden Kameras in der B-Säule noch dazu. Das heißt, ihr könnt künftig auf alle 6 Kameras zugreifen von der App aus, und somit habt ihr quasi eine Rundumsicht um euer Fahrzeug. Finde ich eigentlich ganz gut. Dann kommen wir jetzt zum Punkt Automatic Blind Spot Kamera, also die Totwinkelkamera. Und den Punkt finde ich sehr interessant. Es gibt ja im Netz einige Videos von Leuten, die diese Totwinkelkamera beurteilt haben und manche davon schlecht. Und zwar aus dem Grund, weil die halt sagen, du blinkst beispielsweise links, aber die Anzeige wird dir von dir aus gesehen rechts im Bildschirm angezeigt,
Und das wäre ungünstig. Meiner Meinung nach ist das eine Gewohnheitssache. Und ich persönlich finde es deutlich optimaler gelöst als irgendeine kleine Anzeige im Außenrückspiegel. Jedenfalls soll sich hier Folgendes verändern. Wenn künftig ein Auto von hinten überholt, dann soll praktisch die Anzeige im Tesla auf dem Bildschirm rot blinken. Wenn das jetzt der Fall ist, dann finde ich das eine ganz, ganz deutliche Verbesserung und vom Warneffekt her eigentlich wirklich optimal. Im nächsten Punkt geht es um die Lightshow bzw. in Deutschland Lichtspektakel genannt. Und zwar gibt es hier wohl einen neuen Song, der nennt sich The Arrival von Irving Victoria, wie auch immer das ist. Wer also auf die Lightshow im Tesla steht, egal ob solo oder verbunden mit anderen Fahrzeugen, wird sich vielleicht über dieses Update freuen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Es soll wohl ein Update kommen, und zwar bei Tidal. Und in Tidal soll man wohl jetzt die Möglichkeit haben der Zufallswiedergabe, und zwar sowohl für Playlists als auch in Alben. Ich nutze Tidal nicht, für mich ist das uninteressant. Für den einen oder anderen dürfte es wahrscheinlich interessant sein. Dann geht es hier weiter. Und zwar soll man wohl künftig in Spotify und in Apple sein Profilbild angezeigt bekommen. Das heißt, das Profilbild, was ihr in Spotify oder in Apple angelegt habt, seht ihr dann auch im Tesla. So, das nächste Update, wo sich was ändern soll, da geht es um die Suchfunktion. Und zwar, wenn ihr im Infotainment-System nach etwas sucht, und das gibt es ja schon eine Weile, dann soll in Zukunft bei der Suche auch der Inhalt der Bedienungsanleitung mit einbezogen werden in die Suche. Ja, das war es auch schon. Hier unter dem Punkt geht es praktisch um einen Ladestandortfilter. Das heißt, wenn ihr nach Ladestandorten sucht, dann ist das wohl jetzt in zwei Kategorien unterteilt. Und zwar habt ihr die Anzeige mit einem Blitz. Das wären dann praktisch Ladesäulen mit einer Ladeleistung von unter 70 kW. Und die Anzeige mit den drei Blitzen würde praktisch bedeuten, dass es sich um Ladesäulen mit einer Leistung von mehr als 70 kW handelt. So, aber jetzt mal, wie ich vorhin schon erwähnt habe, zum aktuellen Post auf X von Tesla selbst. Und das werde ich jetzt einfach mal so übersetzen, wie es ChatGPT mir übersetzt hat. In etwa fangen wir hier mal an. Und zwar geht es hier um den Lock-Sound. Also das Sperrgeräusch beim Absperren des Fahrzeugs. Und statt dem Hubgeräusch kann man das jetzt wohl individualisieren und kann zum Beispiel beim Absperren hat man jetzt, wenn man möchte, etwa einen schreienden Ziegenbock. Okay, für mich gab es das erste Holiday Update damals Ende 2019. Ich habe mein Model 3 damals im September gekauft. Und im Dezember kam dann das Update. Was mich mal brennend interessieren würde, was denkt ihr über die regelmäßigen Tesla-Updates und insbesondere über die Holiday-Updates, also die Weihnachts-Updates? Schreibt mir das doch gern mal in die Kommentare. Nächster Punkt nennt sich LAN Party on Wheels. Play your favorite games on the rear touchscreen. Bedeutet also nichts anderes. Also man kann jetzt seine Lieblingsspiele auch auf dem hinteren Bildschirm spielen. So, und dann geht's weiter. Rear screen, Bluetooth, Headsets. Das heißt, man kann jetzt am hinteren Bildschirm, wenn man beispielsweise ein Model 3 Highland hat, kann man am hinteren Bildschirm Bluetooth-Headsets anschließen. Dann wird kommen Apple Podcasts, ist bestätigt, hatten wir ja schon. Dann die Funktion von dem Routenplaner, dass man über die mobile App die Route vorab schon planen kann und dann ans Fahrzeug schicken, also auch das bestätigt. Dann haben wir hier die Speed Cameras, also die Blitzer auf der Wegstrecke, sowie auch die Ampeln, auch das schon gehabt. So, dann haben wir hier den automatischen Notruf. Den hatten wir ja vorhin auch schon. Dann die Änderung, was die Totwinkelkamera angeht. Dann die Neuerung, was die Überwachung mit der Tesla-App betrifft.
dass man jetzt auf alle 6 Kameras zugreifen kann, beziehungsweise mit der Kamera im Innenraum auf 7 Kameras. Dann hier die Lightshow, hatten wir ja auch schon. Und dann hier Änderungen in Tesla Arcade. Und zwar wird es das Spiel Castle Doombat in Zukunft im Tesla geben. Und dazu Updates in Beach Buggy, Polytopia und Vampire Survivors. Das mit dem Castle Doombat ist neu. Alles andere hatten wir vorhin schon gesehen, das war ja schon durchgesickert. Und jetzt kommt für mich der wohl spannendste Punkt, und zwar dieser hier. Wir bekommen wohl endlich eine Parkassistenz, beziehungsweise eine 3D-Ansicht zum Einparken, die wohl so oder so ähnlich aussehen wird, in einer Vogelperspektive, beziehungsweise hier sieht es ja eher isometrisch aus. Wie es endgültig aussehen wird, wird sich ja dann bald zeigen. Da waren jetzt doch einige interessante Dinge dabei, wie ich finde. Leider muss man aber auch sagen, dass es zu wichtigen Dingen, wie zum Beispiel Tesla Vision oder der Scheibenwischautomatik, offensichtlich keine Neuerungen geben wird, zumindest vorerst nicht. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil gerade bei diesen Punkten wirklich Verbesserungsbedarf wäre. Aber wie gesagt, dafür gibt es ja eine Ziege. Andererseits muss man sich aber auch immer vor Augen halten, dass man diese ganzen zusätzlichen Features, die jetzt auch wieder kommen, nicht bezahlen muss und diese wirklich geschenkt bekommt. Und ehrlich gesagt, was bekommt man bei anderen Herstellern geschenkt? Gar nichts. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Schaut auch gern unbedingt mal auf dieser Seite vorbei. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Allen, die elektrisch unterwegs sind, allzeit einen geladenen Akku. Schaut auch gern beim nächsten Mal wieder rein. Bleibt gesund, macht's gut und bis dahin, ciao.